Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen, meine Lieben. Sonnige Grüße aus Kroatien, genauer gesagt aus Zagreb. Und hiermit eröffne ich auch die diesjährige Sommertour. Auch dieses Jahr bin ich nicht allein unterwegs, der André ist mit. Der André ist übrigens der mit mir letztes Jahr auch die Motorradtour durch Kroatien gemacht hat. Und heuer habe ich ihm sogar überreden können, also überreden, er hat sich ja eh auch freiwillig gemeldet, dass wir mit dem Camper irgendwo jetzt eine Tour machen. Und also nicht nur das, sondern dieses Jahr bleibt es nicht nur bei Kroatien, sondern wir haben das Ganze ein bisschen ausgeweitet. Wir werden irgendwo eine ziemlich große Balkantour machen. Derweil noch ohne großen Plan. Wir haben gesagt, wir starten jetzt einmal hier ganz ruhig einmal über Zagreb. Wir sind gestern am Abend hier angekommen in Zagreb, waren dann irgendwo bei meiner Cousine zu Besuch. Dann haben wir irgendwo spät noch Abend gegessen, sich ein paar Drinks geholt, bis wir dann irgendwo hier, glaube ich, etwas 1, 2 in der Früh einen Platz gefunden haben zum Übernachten. Übrigens, also wir sind hier mitten in Zagreb, in Gajnice, genau gesagt, also da, wo ich eigentlich vor circa genau, 30, 35 Jahren Tennis und Fußballspielen begonnen habe. Also eigentlich wieder alte Erinnerungen aufleben lassen. Und ja, jetzt starten wir auch gleich. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir eigentlich nicht wie letztes Jahr eigentlich nur auf der die Sonne genießen und irgendwo das Leben, sondern haben jetzt gesagt, dass wir jetzt jeden Tag auch irgendwo zumindest eine Stunde, zwei sich auch sportlich betätigen. Und weil wir gesagt haben, auch das verlockende Essen, was uns wahrscheinlich irgendwo über den ganzen Balkan begegnen wird, dass wir da nicht gleich irgendwo mit ein paar Kilos zurückkommen. Und genau, jetzt ist auch gerade 8:30 in der Früh und um 9 haben wir jetzt irgendwo hier die erste Stunde Tennis ausgemacht. Auf das freue ich mich auch jetzt schon. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wie es irgendwo gehen wird nach, keine Ahnung, 4-5 Stunden Schlaf. Aber wir machen das schon. So, ich hoffe, ich bin schon selber, oder wir sind gespannt, was uns irgendwo alles begegnen wird. Also wie gesagt, heute Zagreb, morgen, übermorgen, die nächsten zwei Tage geht es Richtung Sarajevo in Bosnien. Und bevor es dann irgendwo, keine Ahnung, über Montenegro Richtung Albanien, also Albanien ist irgendwo so das südlichste Ziel, was wir uns vorgenommen haben, bevor es dahin geht. Was uns unterwegs begegnen wird, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Wir werden auf jeden Fall gut essen, gut trinken, das Leben genießen unterwegs, Spaß haben und versuchen, natürlich auf meine Art und Weise, die Welt zu verändern. Leute treffen, viele Gespräche führen mit den Leuten, schauen, wie es irgendwo in der ganzen Region aussieht. Ja, und ich freue mich extrem drauf. Also bleibt dabei und wir gehen jetzt einmal eine Runde spielen und melden uns auf jeden Fall danach nochmal. Bis gleich. So, also die Vorfreude war jetzt tatsächlich sehr groß auf die erste Stunde hier Tennis in Kroatien, jetzt hier in Zagreb bei diesem Trip. Aber hat sich herausgestellt, schaut euch einmal den Platz an, das war wirklich der beschissenste Platz, glaube ich, auf dem ich je Tennis gespielt habe. Unwahrscheinlich, also fast, glaube ich, drei oder viermal irgendwo in Gatsch gestiegen hier. Und das muss ich euch zeigen einmal hier. Das muss man sehen, die Seite auf jeden Fall. Echt zum Scheißen. Schaut euch das mal an, diesen Platz hier. Komplett nass, gatschig. Schaut euch das mal an. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera so genau sieht, aber gut, eigentlich wollten wir zwei Stunden hier jetzt da mal spielen in der Früh, aber nach einer haben wir gesagt, jetzt reicht's. So, jetzt haben wir uns zumindest doch irgendwo ein
Bier verdient. Oder auch nicht, aber bis später. So, also nach dem miserablen Spiel und Platz hier jetzt beim TK Ponikve, übrigens, wo ich auch irgendwo in der Jugend hier 2-3 Jahre gespielt habe. Auf jeden Fall schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Fühlt sich gut an, nach so vielen Jahren wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt 2 Bier noch gegönnt nach dem Spiel und fertig geduscht, frisch jetzt. Geht es jetzt aus Zagreb raus, direkt ins Auto und Richtung Bosnien, Richtung Sarajevo. Schauen wir mal, was uns unterwegs alles begegnet. So, mittlerweile sind wir jetzt nach guten 2-2,5 Stunden in Banja Luka angekommen. Erster Zwischenstopp hier auf der Durchreise nach Sarajevo. Auf den ersten Anblick keine besonders schöne Stadt, wobei hier im Zentrum geht es ja gerade noch. Wir sind jetzt auf der Suche nach den guten, legendären Banja Luka Ćevapi. Schauen wir mal, ob wir das finden. Das Problem ist, dass wir ohne Internet sind. Jetzt haben wir irgendwo eine Karte um 2 Euro gekauft, aber die scheint nicht zu funktionieren. Aber wir kämpfen uns durch. So, und jetzt hoffen wir, dass wir bald irgendwo was zum Essen kriegen. Hungrig beide wie irgendwas, gell? Na, der Ča. Dobar dan. Evo za vas. Zašto ne? Mi smo zbog vas došli, tako da moramo vas snimit malo. A čuli smo da su ćevapi ovdje baš, jel da? A može onda 2 velike porcije. A što ćemo piti? Coca-Cola sa meni. Može. Može. I mineralnu jednu meni isto. Da. Hvala. Sa luka samo, da bude dosta luka. Du bist gerade einsteckt. Achso, hast du auch jetzt das haben wir jetzt auf Dings, gell? Wieder. Du brauchst einen gescheiten Dreier haben. Dann hast du einen Dreier noch. Jetzt hat der Naschi schon ab. Yes. Yes, sollen wir das nehmen mal, oder wie kann ich sie bepremen? Freue mich schon auf dich. Schon gut aus. Also 2 große Portionen für uns. Jetzt wie spät? 4 am Nachmittag haben wir es, gell? Ja. 4 am Nachmittag, erstes Essen für heute. Also die Portion werden wir jetzt ruckzuck verputzen. Und der Plan ist aber dann weiter zu fahren Richtung Travnik. Travnik, da soll es ja die besten Ćevapi geben in ganz Bosnien. Also da müssen wir dann auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt 2-3 Stunden schnell Auto fahren, Kalorien verbrennen, dass wir dann die nächste Portion schnappen können. So, fast fertig jetzt mit der Portion, mit der großen. Schlecht war es nicht, also André sagt Fleisch. Na, was hast du gesagt? Brot war nichts. War gestern in Zagreb auf jeden Fall besser. Kajmak auch 0 Punkte. Also sauer. Nein, käsig. Käsig? Kann nichts. Drüber. Aber Fleisch. Fleisch ist viel besser wie gestern in Zagreb auf jeden Fall. Zart. Sehr zart, sehr gut. Und der Zwiebel ist besser. Also für mich ganz wichtig. Ihm ist das wurscht, aber eine Zwiebel muss schon scharf sein. Ja. Wenn der Zwiebel nichts ist, dann. Ja, aber die ist der Zwiebel, so wie der Kämmer. Das ist eh der Schuhe. Hm? Also für mich eine Spur besser wie gestern in Zagreb. Alles in allem. Aber es gibt Potenzial nach oben noch. Auf jeden Fall. In Travnik. Also übrigens, vorher habe ich gar nicht gesagt, wir sind jetzt in Banja Luka, in der Banja Lučanka. Eigentlich hier die Nummer 1. Der Ćevapi-Buden in Banja Luka. Was aber wichtig ist, man sitzt hinter mir, wird alles frisch zubereitet. So schmeckt es auch. Bis auf der Kajmak, also der kann nichts. Aber so, wir essen jetzt noch fertig
letzter Bissen und dann geht's gleich weiter. Bye bye. So, jetzt sind wir in Travnik angekommen, bei der Cevapcinica Hari. Ja, nach gut 2,5 Stunden jetzt hier Autofahrt von Banja Luka daher. Super Strecke, also jeder, der hier irgendwo unterwegs ist, auf jeden Fall einmal hier vorbeischauen. Jetzt freuen wir uns hier schon auf die nächsten Cevapi und melden uns von drinnen dann gleich. Voilà. Der ist schon wieder. So, meine Lieben, jetzt sind wir Station weiter. 3 Stunden Autofahrt gefühlt irgendwo von Banja Luka nach Travnik. Und angeblich in der Nummer 1 Lokal, was Cevapi anbelangt, in Bosnien. Ich bin schon sehr gespannt, also es ist schon extrem, extrem gut. Das Brot allein schon. Schau mal, wie das knuspert. Ja. Wir werden es auf jeden Fall mal kosten und werden dann bewerten. Ja. Brot ist exzellent. Sehr, sehr gut. Schau mal. Sehr gut. Mit Kaimak auf jeden Fall. So, wir werden jetzt in Ruhe Wert essen und melden uns dann später dann nach dem Essen. Schlussbericht. Also, wir quälen uns. Der André hat sich gerade noch fertig gequält mit seiner Portion. Ich genieße noch die letzten Bissen. Also, ich könnte gut noch ein paar essen, aber für heute nichts mehr, leider. Eigentlich war ja geplant, dass wir ja nach Sarajevo noch weiterziehen und dort vielleicht die dritte Portion des Tages packen. Aber das sehen wir dann für morgen auf jeden Fall auch. So. Also auf jeden Fall hier für mich bis jetzt die besten. Wenn man Zagreb, Banja Luka und Travnik jetzt ja. Aber morgen geht es auf jeden Fall weiter im Cevapcici Marathon. Und dann werden wir den Sieger am Ende des Tages irgendwo her. Ne? Ich gehe davon aus, dass die jetzt gewinnen. Aber schauen wir. In diesem Sinne. Ab in die Rinne, sagt man das. Ich glaube, für heute war es das. Wir werden jetzt, glaube ich, Richtung Sarajevo trotzdem noch fahren, die nächsten 2 Stunden, 2,5. Schauen, dass wir dort dann für morgen in der Früh einen Tennisplatz irgendwo finden. Dass man die zwei, also man muss sich vorstellen, wir haben jetzt 2 ganze Portionen innerhalb von 3, 4 Stunden. Innerhalb von 4 Stunden 2 große Portionen schon abgeschüttet. Okay, ich sag nichts mehr dazu. Und morgen gibt es die dritte, ja. Aber dazwischen auf jeden Fall in der Früh Tennis. Wir wären auch gern hier blieben, aber ich glaube, hier gibt es überhaupt keine Tennisplätze in der Gegend. So, deswegen in diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen.